Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Spritzer. Cronies hier am Start. Und ja, Freunde, wir sind hier zurück auf Skin Club. Die haben ein neues Event, das werde ich auch direkt am Anfang vorstellen, nachdem ich erwähnt habe, dass das Video natürlich bzw. Gambling ab 18 ist. Das Video nicht, aber spielt erst, wenn ihr ab 18 seid und auch, wenn ihr nur die Kohle übrig habt. Ne? Keine Kohle benutzen, die ihr anderweitig irgendwie brauchen könnt, egal für was, auch wenn es nur ein Kaugummi ist, dann lieber ein Kaugummi kaufen. Ansonsten könnt ihr hier natürlich Fun haben. Promotion-Link und so weiter, Affiliate-Link ist unten im Video. Es gibt hier ein neues Event und zwar ist es YouParty. Das ist eine Kooperation mit verschiedenen YouTubern. Da gucken wir auch direkt mal rein. Wir promoten auf jeden Fall von den ganzen hier den Bibanator. Der ist ein korrekter Dude. Den kennen wir. Und der wird auf jeden Fall unsere Promotion hier erhalten. Wen ihr natürlich wählt, ist euch komplett freigelassen. Ich kenne die anderen hier nicht mal, aber solltet ihr die kennen und cool finden, dann könnt ihr natürlich auch gerne die supporten. Wir nehmen hier auch direkt mal so eine 6-Dollar Case. Wir zimmern die auf, wir gucken, was da drin ist, was da rauskommen kann. Oh je, das wird die Amber Fade, das rieche ich doch direkt. Aber wir testen es mal. Wir kriegen auf jeden Fall 3 so Promotion-Punkte. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Diese Promotion-Punkte kann man auch benutzen, um die Sachen im Shop zu kaufen. Irgendwas Gutes. Also sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Oder? 4,90 $? Okay, wir haben 3 solche Punkte gekriegt. Ja, okay, für 6 Dollar ist natürlich dann nicht so der Hammer. Aber, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ach, für diejenigen, die eingeschalten haben, wegen dem gestrigen Video. Ach nein, das wird die Amber Fade. Brauchen wir uns gar nicht groß reinhypen. Oh, die ist sogar 6 Dollar, besser als das andere. Okay, komisch. Ja. Ich habe dir gestern einige Tipps abgegeben und das fand ich auch echt cool und klar, es ist eine 50-50 Chance, deswegen hatten auch viele von euch recht. Es wird auf jeden Fall eine kleine Prinzessin. Oder was heißt auf jeden Fall? Kann ja immer noch so kommen, dass dann bei der Geburt da doch noch ein Schwengelwengel dran hängt. aber Diagnose ist auf jeden Fall, dass es ein Mädchen wird und da freuen wir uns mega drauf, also meine Frau und ich. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Hauptsache es ist gesund. Ich denke, das sagen die meisten Eltern oder die meisten werdenden Eltern. So einen Jungen möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann haben. Einfach um zu zocken. Hier schön am Anfang, ja weiß ich nicht. Also meine Kindheit hat auch angefangen, mein Onkel hat mir Nintendo 64 geschenkt und seitdem war ich halt Gamer, ne? Klar kann man mit einem Jungen dann auch, weiß ich nicht, bis der 10 Jahre alt ist, gibt es dann wahrscheinlich die PlayStation 6 oder 10 Jahre alt wäre. Gibt es die PlayStation 6, dann wird man dem eine PlayStation kaufen und könnte schön ein bisschen daddeln mit dem zusammen und ein bisschen spielen und so weiter. Das ist natürlich bei Mädchen was anderes. Die ersten Jahre macht da, denke ich, keinen großen Unterschied, aber später dann halt, wenn Mädchen dann doch eher reiten gehen und sowas, was ich dann natürlich auch mitmachen würde, ne? Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee, habe ich keinen Bock drauf oder so. Ich mache alles mit. Aber mit dem Jungen wäre es halt schon noch ein bisschen anders. So ein bisschen zocken und so. Ist egal. Wird auf jeden Fall nicht unser einziges Kind sein. Und es macht mir auch nichts. Also versteht es jetzt nicht falsch, ne? Es macht mir auch absolut nichts, wenn da jetzt noch in Zukunft 3 Mädchen kommen. Oh, das ist lecker. Das ist absolut lecker. Nee, das soll jetzt absolut nicht falsch rüberkommen. Wir freuen uns mega auf unsere kleine Prinzessin. Was gibt's da noch zu erzählen? Wir machen hier auf jeden Fall noch eine normale auf. Die war auf jeden Fall gut. Wir kriegen hier YouTuber-Punkte und haben gerade Profit gemacht. Ja, also Schwangerschaftstest, der positiv war, war natürlich komplett anderes Gefühl. Frau und ich, wir haben Tränen geheult. Oh, na, 6 Dollar. Die sieht immer so geil aus, ist aber halt einfach Schmutz. Wir haben Tränen geheult, dann beim ersten Frauenarztbesuch mit dem ersten Ultraschall. War anfangs noch ein bisschen enttäuschend, weil wir relativ früh beim Frauenarzt waren. Bedeutet, da hat man wirklich nur so einen kleinen Punkt gesehen, aber man hat das Herz schon schlagen gesehen. Weil das sieht man ja so bum bum bum. Oh, eine Cortex, Setback könnte die sein, dann wäre es was Gutes. So ist natürlich nicht gut. Wir zimmern die einfach mal durch und probieren das Event, gucken, was bei rumkommt. Aber es war trotzdem einfach beim Ultraschall, so wie ich es im letzten Video schon kurz angeteasert habe, ein Gefühl, es ging wirklich vom Bauch, der Bauch wurde warm, bis ins Herz, es war einfach ultra... Ach man, jedes Mal triggert die Seite rein, ey. Ich meine, unrealistisch, dass man eine Hole zieht, ja, aber irgendeiner muss sie ja irgendwann mal ziehen. Es war einfach wirklich ein herzergreifendes Gefühl. Die kleine Prinzessin, damals wussten wir es natürlich noch nicht, was es wird. Die kleine Prinzessin das erste Mal sehen. Und vor allem auch die Anfangszeit ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr kritisch vom Gefühlsfaktor her. A, es ist natürlich noch absolut nicht sicher, dass das Kind auch gesund und weiter wächst und so. Das, also will ich jetzt keine Horrorstories erzählen, aber da hat man natürlich schon das eine oder andere mitbekommen, wo man dann einfach denkt, oh scheiße, hoffentlich ist das bei uns nicht so. Hoffentlich bleiben wir verschont, hoffentlich erleiden wir nicht so was Schlimmes. Haben Glück gehabt und sind es auch relativ weit schon in der Schwangerschaft. Bedeutet, die Chancen sind sehr, sehr gut, dass alles weiterhin gut verläuft. Meine Frau, die schont sich, die bleibt zu Hause, die hat eigentlich keinen Stress so gesehen. Jetzt klar, in der Corona-Zeit jetzt sowieso weniger Stress, wenn man zu Hause bleibt. Also wenn sie was hat, dann ist es Langeweile, aber kein Stress. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut fürs Baby. Weil, glaube ich, irgendwie 10% der Babys im Bauch Schaden erleiden durch Stress der Mutter und so. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Naja, wie gesagt, sind wir auf jeden Fall jetzt relativ weit und auch relativ safe.
Man kann sich natürlich nie sicher sein, aber... Oh! $53, heilige Scheiße. Wir haben jetzt 57 von diesen Punkten. Wir machen die Kiste hier weiter auf. Wir machen die Kiste definitiv weiter auf. Genau. Und für die einigen, die auch unter die letzten Videos geschrieben haben, warum ich das so oft mit dem Geld erwähne, das ist nicht, weil ich broke bin. Das ist einfach, weil ich jetzt komplett anders orientiert bin. Ich habe mir früher, beziehungsweise bevor meine Frau schwanger war, habe ich mir CSGO-Kisten gekauft. Ich habe mir in allen Games habe ich immer noch reingepayt. Fortnite habe ich mir Skins gekauft. Hier habe ich mir Skins gekauft. Da habe ich mir Skins gekauft. Mache ich jetzt zwar immer noch, aber in einem komplett anderen Rahmen. Also lange nicht mehr so übertrieben wie früher. Ich habe da jetzt einfach komplett andere Prioritäten. $28. Also die Kiste, die ist es auf jeden Fall. Genau, auf die Prioritäten und nochmal das Erwähnen des Geldes. In den letzten Videos, da war ich natürlich ein bisschen beeinflusst. Freue ich mich wirklich über jeden Euro, den ich verdiene, auch mit YouTube verdiene, den ich hier öffne und wie auch immer, weil ich das dann halt einfach für die Tochter ausgeben kann oder fürs Haus und so weiter. Da werden auch noch Stories kommen mit dem Haus, wie das aussieht. Wir sind gerade dabei, ein Haus zu verkaufen, kaufen und hin und her. Und da wird es auf jeden Fall einige Stories geben in nächster Zeit. Ich muss die ganze Nummer noch ein bisschen üben, mit hier so Real-Life-Stories auspacken. Ich hoffe aber auch, dieses Video hier ist jetzt erträglich zum Anhören. Genau. Ich hatte früher ausgegeben im Monat, was heißt früher, halt vor ein paar Monaten, ne, bevor sie schwanger war, bestimmt 300, 400 Euro für irgendwelchen sinnloses Skins in irgendwelchen Spielen. Egal, welches Spiel ich mir geholt habe, habe ich mit meinen Kumpels immer direkt die Skins reingepayt. Mache ich, wie gesagt, jetzt immer noch. Es sind aber keine 400 Euro mehr, sondern ich habe mir jetzt selber ein Cap gesetzt von 100 Euro im Monat. Und damit muss ich halt irgendwie klarkommen. Den Rest gebe ich dann lieber aus für Kindersachen, Kindermöbel, Kinderzimmer etc. etc. Oh. $10. Okay, eine können wir noch aufmachen. Kommen wir mal die letzte schnell kaufen auf. $9, okay. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall Profit, das ist klar, mit dem dicken Gewinn hier von $53. Frage ist nur, wie viel Profit? Ja, so 30, 40 Dollar, okay, das ist gar nicht übel. Wir können noch ein paar Upgrades probieren. Ja, auf jeden Fall nicht die guten Sachen. Machen wir mal hier $27 und upgraden auf $50. Genau, der ganze Stuff ist natürlich relativ teuer, werde ich vielleicht auch mal in dem Video erzählen. Erstausstattung, genau. Erstausstattung wird auf jeden Fall auch irgendwann nochmal ein Videothema, was das alles kostet, was das alles ist, was man da alles braucht, was man am Anfang vielleicht gar nicht denkt, was man alles braucht. Oh komm, hier noch eine Wildfire. Wir zimmern einfach. Wir probieren wie immer einmal das Upgrade und sind wie immer einfach nur enttäuscht, weil wir sogar mit 50% verlieren. Zumal das gar nicht schlecht aussieht. Lecker! Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Es ist so ungewohnt, hier mal ein Upgrade zu gewinnen. Sollen wir nochmal eins probieren auf 100? Wir haben jetzt so oft Upgrades verloren. Wir probieren es mal auf die Asimov. Wir probieren es einfach. Wir ziehen es einfach durch. $50 Upgrade. Ich bin so gewohnt, es zu verlieren. Ich bin schon davon ausgegangen, dass $27 weg sind. Deswegen traue ich mich hier so. Och man, wann lerne ich es denn? Ich hätte es einfach nehmen sollen. Einmal aus King Club ein Upgrade gewinnen. Nee, ich kann wieder nicht genug kriegen. Ach, heutig. Aber wir sind hier immer noch, ja, sind immer noch gut dabei. Gut, in diesem Sinne, haut rein und bis Spider-Man. Ciao.